So, dann mal wieder Hallo zusammen, der Lampe hier von Faszination Drohne. Ich habe euch heute mal wieder eine kleine Erweiterung oder ein kleines Tool für die Drohne mitgebracht. Und zwar habe ich mir sogenannte Nitril Vibration Rubber Bänder bestellt. Das ist nichts anderes als so kleine Gummimuffen, würde ich sagen. Die sind wie auch die Gummi-Standoffs, die ich im letzten Video vorgestellt habe, sind dazu da, um die Vibrationen an der Drohne zu dämpfen. Ähnlich den Standoffs werden diese kleinen Dinger hier zwischen den Standoffs dazwischen geschraubt. Das heißt, an diese Stelle hier und hier würdet ihr diese Gummis dazwischen placken. Das hat zur Folge, dass gerade beim Flight Controller die Vibrationen, die die Motoren erzeugen oder über den Frame übertragen werden, nicht direkt an den Flight Controller weitergeleitet werden, sondern ein bisschen weggenommen werden. Auf dem Flight Controller selbst sitzen die Gyros, die für die Stabilisation bzw. für das Ausloten der Fluglage zuständig sind. Und je weniger die beansprucht werden durch Vibrationen, desto besser können sie die Fluglage auch verarbeiten. Das heißt, diese kleinen Dinger hier, einfach dazwischen gesetzt, soll Vibrationsübertragung verhindern und damit ein viel smootheres Fliegen der Drohne zulassen. Das kleine Päckchen hier habe ich bei Banggood bestellt, kostet aktuell rund 1,50 Euro, sind 8 Stück von diesen Ringen drin. Ich habe mir gleich ein paar Vorrat gekauft, weil ich denke, dass die wirklich einen Vorteil bringen. Wer es auch bestellen möchte, ich werde euch auf jeden Fall einen Link in der Beschreibung da lassen, könnt ihr sie euch zumindest mal angucken. Wiegen tun die kleinen Dinger so gut wie nichts, also ist vernachlässigbar. Verbauen lassen sie sich auch sehr, sehr einfach. Ja, ansonsten, ich habe jetzt noch keine großen Erfahrungen damit, werde euch aber berichten, wenn ich welche habe. Falls ihr welche habt, dann schreibt sie ruhig gerne in die Kommentare. Ansonsten liked gern das Video und wie immer abonniert mich.